Regisseur, Liebe von Lisa Marie und Michael war echt. Lisa Marie Presley, römisches Kreuz, 54, und Michael Jackson, römisches Kreuz, 50, haben sich wirklich geliebt. Die kürzlich verstorbene Sängerin und der King of Pop waren nur kurz ein Paar. Sie sollen sich in den frühen 90ern kennen und lieben gelernt haben. Kurz nach ihrer ersten Scheidung folgte dann 1994 die Hochzeit. Doch nach nur 2 Jahren zerbrach die Beziehung. Der Regisseur von Michaels Song You Are Not Alone erlebte die beiden als Paar und ist sicher, Lisa Marie und Michaels Liebe war echt. Wen Isham führte beim Musikvideo zu Michaels You Are Not Alone Regie. In dem Clip spielte auch Lisa Marie mit, so dass er die Beziehung der beiden hautnah erlebte. Sie hatten eine unschuldige, spielerische Beziehung, die ich für echt hielt, erklärt der Filmemacher People. Das habe dafür gesorgt, dass die Beziehung, die die beiden in dem Video darstellen, ebenso realistisch aussah. Das Lachen und das Lächeln, das man sieht, ist der Spaß und der Humor von frisch Verheirateten, erinnert er sich. Michael war allerdings nicht Lisa Maries einziger Ehemann. 1988 heiratete sie zuerst Danny Koikau, mit dem sie 2 gemeinsame Kinder bekam. Nach der Ehe mit dem Popstar folgte eine noch kürzere Ehe mit Hollywoodstar Nicolas Cage, 59. Im Anschluss begab sie sich noch einmal mit Michael Lockwood vor den Altar. Diese Beziehung ging 10 Jahre später in die Brüche.